Du bist selber als Prüfungsausschussobmann, hast du Möglichkeit Einsicht zu nehmen in alle Unterlagen? Also wir haben das Geld nicht dafür, dass wir das selber zu nehmen. Wenn wollt, nehmen wir das Geld auch. Haben wir es geplant? Kurze Frage. Bitte. Warum wird das nicht am Gemeinderat beschlossen, so wie erst der Bock? Wird der Gemeinderat beschlossen jetzt? Nein, dass der Bock hier angekauft wird. Ja, wird mit der Übertragungsverordnung wird es im Vorstand beschlossen, der Gemeinderat so etwas nicht beschließen kann. Das ist also da haben wir die Übertragungsverordnung, das beschließt der Vorstand, bitte. Was kann der Gemeinderat nicht beschließen, ob wir den ankaufen oder nicht? Was sagt die Übertragungsverordnung? Ja, ich schaue auch in der Gemeindeordnung. Ja, das steht drin, ich bin jetzt aber nicht da, damit die eigene Gemeindeordnung erklärt, liebe Leute, schaut selber nach, was drinnen steht und wofür welches Gremium zuständig ist. Wenn das deutsche Gremium etwas entscheidet, ist der Beschluss ungültig. Wir beschließen jetzt das Darlehen. Der Vorstand kann beschließen, wenn es im Budget budgetiert ist. Ja. Und den 10.000 Euro jeder Fraktion hat budgetiert. Die Anzahlung war sehr wohl budgetiert drinnen. Achso, das war schon vorher Fußkopf, da ist ein Ding jetzt. Weil schon länger das Vorhaben bestanden hat, haben wir gesagt, oder hast du das von deinem Präsentationskontakt gesagt? Ja, ist schon gut. Die Polemik braucht man nicht. Gibt es noch weitere Fragen zum Thema? Keine. Gut, dann schreibt der Antrag des Gemeinderats mögliche Vergabe des ausgestellten Darlehens im Kauf eines Kommunalprojekts. Entschuldigung, das Gerät macht über 100.000 Euro aus. Ja. Vergabe? Was macht das? Nein, ich war doch. Wie viel macht das? 100.000, oder? Ja. Inklusive Mehrwertsteuer kannst du rund 120.000 Euro ausmachen. Das ist noch einmal. Das geht sich aus. Was für Vergabe, was ist ja? Also noch. Alle Regeln sind eingehalten worden. Also, ein großes Problem sein. Gute Regeln eingehalten. Gut. Gibt es noch weitere Fragen? Keine, dann stelle ich den Antrag, der Gemeinderat mögliche Vergabe des ausgeschriebenen Darlehens im Kauf eines Kommunalschutzes, wo auch immer mit einer Volumen von 8.000 Euro Lauf für 10 Jahre an den Billigsbieter gleich wie beim Vorlesen, Fahrrad BSK Wien, gemäß den Vorlesen angeboten, ergeben. Der Aufschlag auf den 3-Monats-Euro-Reform in der Höhe von 0,3 Euro wurde wie bevor der Fotogen, sie wahrscheinlich der Handelslauf der Beschäftigten ausdrücklich für die gesamte Laufzeit von 10 Jahren garantiert. Voraussetzung für die juristische Beschaffung der Darlehensaufnahme in weiterer Folge die Aufsichtsbehörde, die Genehmigung für das Amt der steinländischen Landesregierung auf Teilung 7. Wenn Sie damit einverstanden sind, sind Sie selbst in der Zustimmung. Gegenprobe. Du warst nicht. Ja, so. Gut, wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt. 7c, F Straßenbeleuchtung, Teil 2. Da darf ich mir ein bisschen übermitteln, dass du uns kurz berichtest, wie das entstanden ist. Die Straßenbeleuchtung ist im heiligen Jahr da jetzt ein paar Mal geändert gewesen, und schon insofern, warum nur Teile gemacht sind worden und da unterschiedlich. Und zwar ist es mit in dem Zusammenhang gestanden, dass Leuchtkörper oder Leuchtmittel, die im heiligen Jahr noch förderbar waren, vom Land aus, dass die ausgetauscht sind worden, das heißt, das sind die älteren Leuchtmittel und die neueren Leuchtmittel, ja, neueren, wenn du so nennst, die stehen jetzt an fürs kommende Jahr und das sind circa in der Größenordnung von 100.000 Euro. Und deshalb ist auch der Grund gewesen, warum unterschiedlich in den Gassen dort ein paar Lampen ausgetauscht sind worden und andere Gassen wieder nicht. Also das ist rein altersbedingt im Zusammenhang gestanden. Der Rest, der da betroffen ist, ist ungefähr zur Aroma von der Größenordnung die 100.000 Euro. Gut, gibt es dazu Fragen von eurer Seite? Ja, Amtsleiter, bitte.
In Bezug auf diesen... Auf Entschuldige, der Amtsleiter ist nicht Mitglied des Gemeinderates und dem Konzern. Ja, aber das ist ein Verwaltungs... Das kannst du dir sicher nicht beantworten. Stell einmal die Frage. Thomas, können wir dann, wenn wir uns jetzt bei den Kosten für die Leitgeschichten, bei den 40.000, was wir studiert sind, und wenn wir dort, uns dort am Zehner, ein Drittel oder was auch immer, ein Viertel ersparen, können wir das dann gleich wieder zurückzahlen? Du kannst einen Antrag anstellen, Zusatzanträge gibt es nicht. Ich möchte nur darauf hinweisen, es gibt eine Gemeindeordnung, da steht drinnen. Möge ich das Wort Zusatz streichen? Sei nicht so lächerlich jetzt. Irgendein Antrag gestellt, ob das jetzt ein Zusatz, Ersatz oder irgendein Antrag ist. Antrag haben wir gehört von Herrn Gerlich Sorger. Wer für den Antrag stimmt, bitte zeigen die Zustimmung. Gegenprobe. Danke. Gut, dann stelle ich den Antrag der Gemeinde, dass man die Vergabe des ausgeschriebenen Darlehens des Staatsanwalts in Teil 2 mit einem Volumen von 100.000 Euro, laufzeit 10 Jahre, in der Billigst bis der Bank BSK Wien, gemäß der vorliegenden Angebot ergeben. Der Aufschlag auf die 3 Monatsunterfall in der Höhe von 0,3 wurde wie gefordert, unabhängig von etwaiger anderslautigen Geschäftsbedingungen ausdrücklich für die gesamte Laufzeit von 10 Jahren garantiert. Voraussetzung für die Bewilligung des Darlehens der Darlehensaufnahme ist in weiterer Folge die aufsichtsrechtliche Genehmigung durch das Amt der Steiermarkischen Landesregierung Abteilung 7. Wenn Sie damit einverstanden seid, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Danke. Gegenprobe. Gut, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 8. Übernahme in das öffentliche Gut. Eichentrasse, Verlängerung der Eichentrasse durch Übernahme der abgetretenen Teilflächen. Oder darf ich unseren Bankleiter wieder bitten, dass er das kurz erläutert? Eichengasse geht es grundsätzlich rein um Grenzbereinigungen, das heißt im Bereich Zufahrtsnobe. Das ist das Grundstück Snobe. Dieser Teil von Snobe, die Zufahrt, haben wir dann mit übernommen im öffentlichen Gegenteil. Und damit kann man sozusagen mit diesen beiden Normen kann man Bereichgrenzen und das als Umkehrplatz definieren, also das müssen wir immer zwischendrin abschneiden. Da haben wir einfach diese beiden Straßenstücke mit übernommen und haben sozusagen im Denkbereich von der Eichengasse jetzt letztendlich eine vernünftige Untermöglichkeit vorgesehen. Gut, gibt es Fragen dazu von eurer Seite? Keine. Ich würde den Antrag die Verlängerung der Eichengasse durch Übernahme der abgegleitenden Teilfläche in das Grundstück Nummer 99/6. GZ 50.000 öffentliches Gut, Eichengasse gemäß dem Teilungsplan GZ 3606/10 vom 17.03.2013 des Herrn Glockenschneider Günter Moser die Widmung für den Gemeindegebrauch zu beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte um eine zeitliche Zustimmung. Danke. Regenprobe. Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt 8b, Schmidtgasse, Übernahme des Grundstücks und die dazu betreffenden Teilflächen. Das ist aber eine längere Geschichte. Die Schmidtgasse ist an und für sich, der untere Teil ist öffentlich und der obere Teil ist eben aufgrund von einer Probleme, ich glaube jetzt 8 Jahre oder länger sogar, immer ein Diskussionspunkt und ein Zankpunkt gewesen. Und das Grundstück hat jetzt einmal vor einem Jahr einen Antrag gestellt, Bauernarbeitern mit Zufahrt über diesen Ort und man ist jetzt zum Schluss zur Einigung gekommen, dass diese Straße, der Ort, der da reingeplant war, dass der verlegt wird auf die Seiten, bedarf natürlich jetzt einmal eine Bebauungsplanänderung in dem Bereich durch diese Änderung und da gibt es dann ein bisschen eine Verschiebung, das heißt die Schmidtgasse ist da ein bisschen nach Osten verschoben worden und das Grundstück konsumiert diese Fläche, das heißt, wir haben bei den oberen Arm das als Wende haben wir noch drin lassen, da ist ein Einfahrt rein und braucht eine Umkehrmöglichkeit. Das heißt, der Wendehammer ist bis daher ordentlich, das Grundstück, diese Fläche
ist zu dem Grundstück zugeschlagen worden. Auf der Seite ist ein bisschen was dazugekommen. Da hat es einen Abtausch gegeben mit dem Grundeigentümer. Dafür hat er diese Fläche, der wäre schon abgetreten. Das öffnen wir im Boden, damit ist jetzt die neue Erschließung in dem Bereich. Das heißt, wir fahren jetzt diese Grundstücksfläche ziemlich mittig an. Und dazu gibt es jetzt von den ganzen Anrainern speziell als der schon in Verwandtschaft gibt es jetzt Zustimmung. Das ist bereits Material unterfertigt worden. Also, jetzt haben wir diese Übernahmen vor. Gut, gibt es dazu Fragen von eurer Seite? Ich stelle den Antrag, die Übernahme des Grundstücks Nummer 523, Schnittgasse und der dazu abgetretenen Teilflächenverlängerung der Schnittgasse in das öffentliche Gut der Waffenmeldung EZ 25, gemäß dem Teilungsplan EZ 4022 vom 10.10.2014 des Herrn Grundschneck in der Moser und die Widmung für den Gemeindebrauch zu beschließen. Dass ihr damit einverstanden seid, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Danke, Gegenprobe. Gut, nächster Tagesordnungspunkt 8c, das war die Erweiterung. Da geht es um die Luftstraße mit Wendeplatz. Da darf ich nochmal bitten, dass du das erläuterst. Lutz bzw. Gröbergrund war seinerzeit da relativ wirrwarr, das ist jetzt alles bereinigt worden. Dabei ist dieses Weggrundstück bis dahin abgetreten worden. Lutz hat jetzt von der Firma Z ein Grundstück in der Zukunft, ist da bereits auch mitvereinigt. Und Z hat aber verlangt, dass in diesem Bereich, nachdem es bei der Einfahrt immer Probleme gegeben hat, hat jetzt keine Zustimmung gegeben, zuerst für diese Weganlegung, weil sozusagen diese Straße in dem Bereich in der Verdacht ist worden. Und jetzt haben wir Einigung insofern zu Antrag und gesagt haben, es kommt nicht der Wendeplatz im Bereich vom Nutzgrundstück, sondern es wird als öffentliches Gut abgetreten am Ende von dem neuen Weg. Das heißt, die Firma Nutz tritt diese Fläche zusätzlich ab und wird das als Wendeplatz bezeichnet und den Wendeplatz ist, wie man weiß, dann die Möglichkeit, dass ich dort sozusagen die Spalten und Backen Tafel aufstellen kann. Und damit ist gewährleistet, dass die Einfahrt zur Firma Z sichergestellt ist. Ja, also, dass es halt, was weiß ich, mit Exekutive halt verfolgen kannst, aber zumindest die Möglichkeit haben wir dort sozusagen heute Backfahrtplatz, da bin ich so stark, dass es unser Platz ist und damit hat halt die Firma Z die Zustimmung gegeben und Lutz hat aus dem Grund jetzt hier Bauform, dass da jetzt die Absicht ist, dementsprechend umgebracht. Gut, gibt es Fragen dazu? Keine? Dann stelle ich den Antrag, die Übernahme in das öffentliche Gut Erweiterung Lutzstraße mit Wendeplatz für das Plan GZ 10547 Dora durch 14 des Herrn Lohnschneider Harald Schumann, Kaisoseplatz 5546. 1000 Wels und die Widmung für den Gemeindebrauch zu beschließen. Wenn Sie damit einverstanden sind, bitte um ein Zeichen der Zustimmung. Danke, Gegenprobe. Gut, wir werden beim nächsten Tagesordnungspunkt, Tagesordnungspunkt 9, Grundstücksabtausch zwischen der Marktgemeinde Le Boch und der Firma Bärenfurchtbühl. Wir haben das schon vor einem Jahr circa auch schon gemacht. Da geht es eben darum, dass jetzt die genauen Maße vornehmen. Wie viel Geld, dass jeder auftreten kann, kann ich bitten, dass das kurz ist. Ja. Gut, und das hat der letzte Gemeindeausbeschluss. Nein, das ist der letzte. Das ist der letzte. Das ist der letzte. Das ist der letzte. Wir werden nur circa an, wenn man kommt. Ja. Das ist folgende Situation. Die Firma Bärenpost ist, wenn wir das letzte Mal gesprochen haben, die Gemeindestraßen durchgegangen, also mitten durch das Areal. Und man hat eben mit der Firma Bärenfoss der Vereinbarung getroffen, dass diese Straße sozusagen auf Bärengrund abgetreten wird, aber wir werden im Gegenzug an der Grundgrenze eine neue Straße und mit der neuen Straße hat man sozusagen mehr oder weniger den Bahnhof wieder gleich erschlossen und das Bahnwägel, das hier aufgelassen wird, wird auch von unten auf sozusagen jetzt ersetzt und da ist jetzt eine Straße eingebaut worden mit 5 Meter Asphalt, nein, 6 Meter Asphaltbreite, 12 cm stark, 50 cm Unterbau, das ist die Firma Bärenpost, das ist schlussendlich die gesamten Kosten übernommen, die hat damals schon beim ersten Beschluss zugesichert war
ohne Kostenbeteiligung der Gemeinde. Weil zuerst war mal Thema, dass die Gemeinde sozusagen einen Instandsetzungsbeitrag leistet, weil die Straßen, die alte Straßen in einem relativ desolaten Zustand war und die Bergfahrt hat dann schlussendlich gesagt, das übernimmt die gesamten Kosten und das ist jetzt mehr oder weniger vermessen, wir haben es abgenommen. Also der Vorbandzustand dort, muss man sagen, ist soweit passabel oder sehr gut. Und ist jetzt ein bisschen größere Fläche dort statt 1000. 300 sind jetzt. Na gut, 1300 Quadratmeter sind so ca. 1200 Quadratmeter mal Gemeindegrund im Abgeleiten. Gut, gibt es Fragen dazu? Gut, dann stelle ich den Antrag, die Abwertungsfläche seitens der Firma Bärenfoss beträgt nur 1341 Quadratmeter anstatt ursprünglich angenommen ca. 1200 Quadratmeter. Für diese Abwertung liegt auch seitens der Firma Bärenfoss bereits Zustimmung vor. Auf dieser Grundlage wird der endgültige Vermessungsplan seitens